Hey, du da! Es ist etwas ganz, ganz Schlimmes gesehen! Ja, ganz, ganz schlimm! Ich wollte eigentlich nur einen Apfel. Die Mudblins sind ins Dorf gekommen! Oh mon Dieu! Ja, Alarm! Alarm! Ja, ganz, ganz viele! Eine ganze Gruppe von Mudblins! Mudblins! Mibbl, da steht Miblons. Nippel, meine ich so! Hast du gerade Nippel gesagt? Ja, dann sind sie zum Haus hin! Oh mein Gott! Und was macht ihr da draußen? Spielt draußen, ihr kleinen Kinder! Ja, im Haus von Comet und der Frau! Oh ja, ja, das sind vielleicht ganz, ganz böse! Finde besser selbst heraus, was passiert ist. Mit dieser Alarmsache willkommen zum neuen Part von Let's Play, der letzten auf Zelda, Link's Awakening. Hauptsache erstmal selbst hier vergeiern. Ich hätte echt gedacht, sie sagt, oh mein Gott, es ist entsetzlich, ja, mein... Was haben die gemacht? Mein Kometen, für die Moblins. Ja, also da machen wir jetzt reines Hilf. Die Frage ist, wo sind denn die? Sind die nicht da drinne? Ich dachte, die wären da, die wären in der Hood. Ach, die Musik einfach so draußen. Das ist voll die kritische Alarmmusik. Und sie einfach so. Wo sind denn? So. Und sie. Zoom auf sie. Zoom auf sie. Die macht nix. Sie. Ich bohre sie gerade mit dem Schwert. Und sie denkt sich einfach so. Ja, also diese Moblins, ich glaube, die werden. Die sehen aber gar nicht so aus wie so ein. Ja. BOTW. Wo sind denn die Dinger? Dans ton cul. Dans le cul. Nein, ich bin nicht Franzose. Nein. Die Musik ist so ein bisschen so alarmbereit. Sag mal, ich denke so, Alarm. Alarm! Ich liebe es so zu hüpfen. Du! Das ist aber schon, das feiere ich schon also ein bisschen jetzt hier. Oh, schau mal, was man machen kann, schau mal. Schau mal, du musst nachschauen, so. Kann einfach so. Da kann man einfach richtig oft angreifen, so, wenn man in der Luft ist. Das ist krass. Wo sind denn die Bocklins? Die Bocklins. Eigentlich die Bocklins. Bocken. Was? Die Bocken, die Bocklins. Wie heißen die Bocken? Ja, die Bocklin. Bocklin, sag es doch. Nein, die, das sind Moblins. Moblins, sag es doch. Frag mich, wann es die anderen Treeforce gibt. Die Frage ist, wann kommen die Moblins? Oder wo, oder wo sind die? Aber das habe ich ja schon davor gesehen. Nice. Nice. Ab. Oh oh, ich glaube, da hinten sind sie, oder? Nee. Das ist ein Sumpf. Uff. Da ist doch einer, oder? Sind das die? Keine Ahnung. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. So war. Er hat. Geh da mal hoch. Nein. Komm bitte, geh da mal kurz hoch. Geh da mal kurz hoch, ernsthaft. Geh da mal kurz hoch. Nein. Wieso nicht? Weil ich gerade spiele. Ey, ich wollte gerade krasses Thumbnail machen, du Hund. Weil ich das noch bemerkt habe. Dich das auch? Wir brauchen aber jetzt Moblin. Nein, brauchen wir nicht. Egal. Warte gleich, ich wollte nur schauen, was es da hier so schönes gibt. Das ist ja alles gut. Ich wollte nur so wissen, was es hier so alles gibt. Friedhof. Halloween Style. Da hat man es dann doch auch ein kleines bisschen auf Luigi's Mansion, was in Oktober ist halt, ne? Na klar, fühlt man sich voll. Was ist denn deine Meinung zu Luigi's Mansion? Meine Meinung zu Luigi's Mansion ist,
Es haben ja auch so ein paar Leute aus so auf der Gamescom probiert. Gamercoach. Hat's probiert zum Beispiel. In der Tat. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut es euch an und liked es. Sonst komme ich zu euch. Und das wollt ihr nicht, glaubt mir. So, das ist wieder das große Übersee. Außer ihr wollt ein bisschen Spaß mit diesem Ding da. Hopp. Hoppala. Hoppala, hoppala. Hoppeli, also, hopp. Ich finde das voll krass, dass man so springen kann. Geh da oben. Ach. Oben. Nein. Wieso nicht? Weil ich erstmal alles anschaue. Du machst doch gerade, um mich abzufangen. Ah, die Musik tut so gut, weil die findet man in Breath of the Wild nicht. Das stimmt. Oh, das ist Boris Hütte. Oh. Was willst du von hier? Deine Macht. Nee, ich glaube, das eher mal nicht. Aber wer weiß. Und so kommt man da auch hoch. Siehst du das auch? Den Stein. Seht ihr diesen Stein an? Musst du diesen Stein anschauen? Ja. Siehst du das? Der glüht. Ist er in Flammen? Halime, Luft. Ah, oh, eine Schutzeiche. Du Schutzeiche. Ja, die hilft dir. Oh, du kannst nicht zielen. Die hilft dir gegen die bösen Moblins. Warte, kann man dann ab jetzt hier auch hochspringen? Nee, kann man nicht. Das ist schade. Das ist schade vielleicht. So, ja. Oh, schade, Marmelade. Das hätten sie vielleicht so hinzufügen können, haben sie aber nicht gemacht. Also, was sagt man da? Nix. Man sagt schade, Marmelade. Man sagt konnichiwa. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Oh, schau mal, er fühlt sich krass. Ja, das ist ein sehr krass fühlender Moblin, heißen die ja, glaube ich. Schau mal, was ich mache. Ja, du trickst ihn voll aus. Oh! One try. Oh! I'm proud of you. Ist aber irgendwo gerade nahe gefallen, das hört man immer instant raus. Uff, Miniboss. Du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Sollst erstmal dich retten! Uff, das der ist. Der Meinung bin ich nicht. Ganz in Kritte. Oder vielleicht doch. Das ist das, was man in Spielen nicht sagen soll. Also, du solltest erstmal Love machen und danach stirbst. Das ist immer so. Das stimmt. Moblin. Wie sah der aus? Sah der so aus? Ja, ungefähr. Schau mal, wie. Oha, wie weh er tut einfach. Ja, der hat ein bisschen Karacho drauf, der macht das ganze Blatt. Hi. Renn. Digga, wie er so bremst wie so ein Auto. Tot. Also für den Moment gefällt es mir voll. Im Moment. Bin voll gehypt gerade eben. Das ist doch schön. Du hast kaum mehr gerettet. Nice. Nein, jetzt ist er an mich gekettet. Jo, jetzt hast du einen Hund bei dir. Oh nein. Jetzt muss ich ihn zurückbringen. Spring mit mir! Kann man ihn schaufeln? Ich versuche ihn zu schaufeln mal.
Jetzt muss ich den Köter zurückbringen. Oh nein, jetzt kommt wieder diese AIDS-Eule. Man hört es immer, wenn die Eule, auch AIDS-Eule, wie du die nennst, hergeflattert kommt. Das ist doch sehr praktisch. So, ich bin gleich wieder da. Ja. Bis gleich. Ciao. Ja, ich sag halt bis gleich und er sagt gleich ciao. Wahrscheinlich muss... Er geht wahrscheinlich nur kurz kacken, so wie immer. Moment. Warte, kann... Warte. Dazu sage ich nur eins. Ich geh nur kurz kacken. Hast du gehört? Schau mal. Ich geh nur kurz kacken. Friss! Ja, das Ding ist... Friss! Das Ding ist massiv. Friss ihn! Jetzt Party endlich. Jetzt ist er endlich weg. Jetzt wird Party gemacht. Du willst dein Köter wieder? Hier ist dein hässlicher Köter. Warte, kann man nicht ihm geben, weil wir haben ja diese Schleife, die wir ja beim gegen die Yoshi-Puppe gewonnen haben. Hä? Wenn doch nur mal jemand käme, der ein Schleifchen besitzt. Ich hab doch ein Schleifchen. Ach so, die Hundehütte nebenan weiterschicken, okay. Da gehen wir dann jetzt hin. Uff. Oh, diese Schleife. Eine Dose Hundefutter. Es gab doch jemanden, der hat Dosen gesammelt. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Hier ist dein Hundefutter. Irgendjemand wollte doch so Hundefutter, also. Irgendjemand wollte Hundefutter, das weiß ich aber nicht mehr jemand. Dann gehen wir eben auf die Suche nach dem. Nee. Immer die Leute, die alles blockieren hier. Das geht ja so gar nicht. Aber den Kettenhund will ich jetzt nicht mehr da haben. Der nervt ein bisschen. Willst du nicht wieder deinen Hund nehmen? Bitte. Merci. Nein, das tue ich nicht für dich. Nein. Ich bin jetzt echt nicht der Hunde-Fan. Ich mag keine Hunde. Es war irgendjemand am Zauberwald. Der wollte doch so Hundefutter. Und ich weiß nicht mehr wer. Danke. Es war irgendjemand, der wollte Hundefutter. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Es gab irgendjemanden, der wollte Hundefutter. Wartet, jetzt überlege ich. Ich musste irgendwie hochkommen. Ich weiß, das war paar Parte her, aber das soll ich dir meinen geilen großen Hund zeigen. Hier, sogar mit Zelda links dran. Hier, seht ihr? Zelda und Autoschlüssel neben dran. Du hast doch noch gar kein Auto. Aber Autoschlüssel, bald auch Führerschein.
Du hast noch gar nicht bestanden, oder? Hast du überhaupt bestanden? Nee, ich bin gerade noch bei dabei, den zu machen, den Führerschein. Ich hab noch ein bisschen was zum Trinken gegönnt. So, jetzt ist das und das wieder. Jetzt tun wir rutschen. So, jetzt können wir uns erstmal die Kopfhörer wieder neu. Sag ich ihn erstmal den Falzen aus Dummheit. Keine Ahnung. Uff. Kommst jetzt wieder nicht voran, oder wie? Sag mal, was da ist, ein Pilz. Ja, das ist der Pilz. Ah, den hast du jetzt wieder gepflückt, oder wie? Mhm. Stimmt, der respawnt ja auch immer wieder. Da konnte man hier eben davor nicht mehr durch, aber jetzt kann man da durch. Vielleicht geht's hier dann irgendwie weiter, Fragezeichen? Na klar geht es da weiter, deswegen bin ich ja wieder hier. Ich bin hier sehr gut. Oh, zu viel Talent. Uff, da flext er mit seinem Talent hier. Flext aber richtig hart, Alter. Graben? Mann, der Typ hat eh schon so einen krassen. Er hat so Ehre. Ja, die Zaubermuschel ist halt ein richtiger Ehrenbruder, ne? Er hat echt Ehre, der Typ. Stimmt, das zweite Part Zelda ist ja gerade gelaunzt. Mit dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht. Das zweite Part sind gelaunzt. Ja. By the way, es geht euch. Ihr werdet es halt zwar nicht mehr mitbekommen, aber. An dem Freitag, wo wir das aufnehmen, werde ich wieder tun, erst irgendwann um. Stream, wenn er weg war und ich mit Boden noch draußen bin, wahrscheinlich erst gegen 11 oder so. Das heißt, es wird gar keine Minecraft geben, oder was? Nee, ich glaube, ich lasse das Platoon ausfallen, sondern geht dann direkt zu Minecraft. Kannst du von zu Hause nachher dann noch mitzocken, wenn du Bock hast. Weiß ja nicht. Ja, schau ich mal. Aber wenn schon wieder passt einfach nicht. Alter! ich finde das immer so heftig, wenn er einfach dann so auf jemanden zusnappt. Ne, das Ding ist der erste Maschine, ey. Aber ich finde echt so, das ist nicht so eine schwere Angreiftaktik, weil so Breath of the Wild, das war schon ein bisschen schwieriger da. Mhm. Aber jetzt so, da muss man einfach nur so B drücken. Danach so manchmal R und B einfach nur. Das habt ihr gut erkannt. Ja, das habe ich gut erkannt. Hi Will! Das ist Dr. Wright. Das Schöne ist auch, ich nenne ihn aber Will. Die lachen. Hast du aber gemerkt, wie die alle lächeln? Die lächeln alle. Der da oben, der lächelt so heftig. Sherlock! Leider antwortet mir nie jemand. Ja, das hat keine Freunde, ne? Er schickt so viele Briefe, aber niemand antwortet ihm. Und trotzdem lächeln die alle. Ja, was soll ich sonst machen? Ich bin dumm. Ja, weil der ist witzig, der Kettenhund. Ich soll mit dem Gassi gehen. Achso, das war ein Feind. Lol, du hast auf einmal 4 Herzen, hast einen Slot bekommen vorhin, oder? Nee, vom Boss. Ah. Ich werde aber gerade richtig heftig rasiert. Ja, du wirst halt vergast von den Dingern. Ich hoffe mal, da ist ein Herz drin in der Truhe. Da ist kein Herz. Ja, was Krittes ist. Du bräuchtest langsam mal eins. Aber irgendwo wird es schon das nächste Herz finden. Greif an. Hallo. Also ich glaube, jetzt habe ich ein paar Herzen. Ich glaube, das reicht.
Komm da rein. Joa, was da drin ist, im ersten nächsten Part. Macht's gut und ciao. Ciao. Du hast Herbert gesehen.